Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute wieder im Haukenland zur Golem und weiteren Forschung. Ich habe mir vorgenommen, mal diesen Schnorchel zu erforschen. Hab da mal ein bisschen gelesen. Also eigentlich müsste ich ihn schon bauen können, aber ich habe das Rezept noch nicht. Meine ich jedenfalls. Ich kann ja zumindest mal probieren. Arcane Alembic heißt das Ding im Übrigen. Ich dachte gerade schon, wer steht denn da? Aber das ist ja mein treuer Golem. Und normalerweise brauchen wir diesen Basic Flux Research dafür. Da fehlt auch noch was hier unten. Und noch ein zweites Teil. Ja, ich werde erstmal gucken, ob ich das Ding denn nicht auch so schon zusammengebaut bekommen kann. Dazu bräuchten wir 2 Gold und Silver Lockholz, das ich wahrscheinlich gar nicht hier habe. Auf jeden Fall brauchen wir dann noch ein paar von diesen Keksgläsern dafür. Ne, Silver Lock habe ich gar nicht. Da muss ich mal eben rüber in die Pyramide porten. Wahrscheinlich hier in der Kiste. Silverwood Lock, so heißt es. Ah ja, wollte gerade sagen, wo knistert's? Hier knistert's. 2 Kartoffeln, die nehmen wir einfach schon mal mit. Und dann geht's zurück. Versuchen wir das mal. Wenn es denn lädt. Es lädt. Mit mir zusammen im Teamspeak ist übrigens Kotzpuppe, der auch mit auf dem Server ist. Das geht sogar. Wir brauchen Purus. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, was Purus ist. Refined Iron. Diamanten, 2 Diamanten. Eieieiei. 2 Diamanten und Permutatio, das sind wieder die Samen. Lassen wir das mal da rein. Ich habe hier gar keine Diamanten mehr drin. Was ist das denn schon wieder? Muss ich mir erstmal 2 Diamanten hier ausleihen. Müssen wir das halt so machen. 1, 2. Packen wir uns da unten rein. Und dann gucken wir mal. Wir haben zu wenig Samen. Ja, das geht ab. Auch mehr Samen. Müssen wir uns halt noch ein paar reproduzieren hier. Eimers. Wie viel war das denn jetzt? Noch einer oder so, ne? Ja, der Golem stand da ein bisschen im Weg. Einer, genau. Aha. Der kommt jetzt in Sicht. Mal gucken, ob jetzt alles drin ist. Jawohl. Und wir brauchen irgendwas in eine 20. Loop. Jetzt gucken wir mal. Ja, brauchst du da eine Treppe hoch?
Platz mehr. Kein Platz mehr, kein Platz mehr, kein Platz mehr. Nehmen wir mal die Feuerkugeln da raus. Packen wir die mal hier mit dabei. Dann können wir den Schleim hier noch ablegen. Ja, aber Meister... Warum? Einen Eimer müssen wir ihm an die Hand geben. Eimerchen. Und dann gehst du bitte bei der weißen Farbe hier. Dann ist leider schon die Mittagspause. Wir den da vielleicht reinsetzen können. Nicht schlecht. Ja, ist im Grunde eigentlich nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber da kommt er wenigstens ran. Na gut. Gut, jetzt haben wir diesen Filter hier. Fluxfilter. Und jetzt werden wir noch ein paar Keksgläser bauen müssen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich überhaupt noch... Doch, da habe ich noch Glas. Da werde ich mir jetzt mal ein paar Scheiben rausmachen. Machen wir ruhig mal 4. Wir werden sicherlich noch ein paar mehr brauchen. Na los. Wie kann man sich hier an diesem Tisch machen? So. Blub. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Zauberstäbchen da rein. Zehn oder was? Ist halt ein bisschen klein geschrieben da. Müssen wir den halt mal da rausnehmen. Der hält ja noch ein paar Fies, denke ich mal. 3. 4. So, haben wir 4 von denen. Hier ist immer noch kein Platz mehr drin. Eigentlich müsste ich mal meine Zauberstäbchen aufladen gehen. Das wäre mal dringend notwendig. Alles total voll hier. Vielleicht sollte ich auch erst noch mal gucken, was man denn sonst noch für Sachen dafür dann braucht. Einen Brewing Stand. Also wir müssten uns... Was? Riesen hat sein Haus nicht fertig gebaut hier. Mal. Die Treppe hängt so halb in der Luft, die ist halb fertig. 6. Oh, das ist ja alles seltsam. Ja, auch er neigt dazu, so manche Sachen nicht fertig zu bauen.
Brauchen wir ja noch 6 Diamanten. Eieieiei. Das wird ein teurer Spaß werden. Eine Finster. Und 24 von denen hier. Ja. Bitte in den Tod. 24. Oh ne. Das Zauberstäbchen. Ja, und das reicht jetzt natürlich wieder nicht. Wir haben keinen Platz mehr. Das ist bitter. Packen wir das Magic Tello hier mal rein. Habe ich hier nämlich noch so ein Animation Core, damit ich mir dann da noch einen Golem bauen kann. Mal gucken. Ne, es ist alles rappelvoll. Alles rappelvoll. Dann nehmen wir hier mal das Stäbchen raus. Obwohl, der hält noch 131, ja? Das sollte doch funktionieren, an und für sich. 1, 2. 107. Du Pfosten! Das kann doch nicht sein. Ach nö. Und diesen Marker kann ich auch mal hier lassen. Jetzt brauchen wir noch einen. Kann wieder nicht sein, ey. Na gut. 1, 2. 8. Sehr gut. Dann sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Das tut es auch. Und jetzt brauche ich Brewing Stands. Ja. Ich nicht noch keinen kleinen Platz mehr hier frei. Negativ. Ach. Ja, hatte ich mir jetzt hier ein bisschen anders vorgestellt eigentlich. Merkwürdig. Vor allen Dingen, dass das Wasser auch nicht weiter fließt.
Was nu? Erstmal zurück in die Pyramide. Mal erstmal gucken, ob wir hier nicht noch ein bisschen Rummel abladen können. Ach, die Brille hat sogar einen Schadenswert. Ist ja interessant. Werde ich mir irgendwann über kurz oder lang nochmal eine neue bauen müssen. Jo, das haben wir. Dann brauche ich 4 Brewing Stents. Dafür brauche ich Nether Rods, wenn ich das richtig habe. 1, 2, 3, 4. Gucken wir mal eben. Breving. Ja, und 3 Cobblestone. Die ich natürlich auch nicht habe. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. War doch richtig. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir die schon mal. Mal legen wir uns einfach mal ins Bettchen, weil wir es können. Alter. Ja, ich habe mich ins Bett gelegt. Guck. Solche neumodischen Dinge machst du. Ja, manchmal. Und dann müsste ich im Grunde... Oder ich kann mich einfach auch mal zu Kotzpupe porten. Mal gucken, wo der so gerade unterwegs ist. Ah. An seinem Häuschen im Norden. Was hat denn hier für ein Waldbrand? Ja, da hat ein Tier gebrannt. Also so ein Zombie. Ja, was hast du da für eine interessante Brille auf? Die braucht man, damit man in Taumkraft sehen kann, wie viel von den verschiedenen Inkredenzien man halt so in den Topf geschmissen hat. Und man kann eben diese Aura-Kügelchen sehen. So wie da hinten zum Beispiel, da ist eine. Okay. Überm Wasser. Ja, ich habe die Stelle hier wiedergefunden mit unseren Häuschen. Da hinten ist mein Häuschen und da oben auf dem Hügel, das ist halt wesentlich unfertiges Haus. Sollte ich mal gucken, ob ich hier einen Höhleneingang finde. Irgendwo. Ah, die Treppe ins Nichts. Was? Er hat hier die Treppe ins Nichts. Ja, ja, der hat die Treppe ins Nichts, ja. Sag ich ja. Selbstmördertreppe sozusagen. Ja, nicht schlecht. Ach, da ist die Insel auch schon zu Ende. Ah, ups. Ja, es ist ein kleines Inselchen. Kann man sich wenigstens nicht so drauf verlaufen. Wie sieht's hier aus? Ja, also das gefällt mir persönlich dann doch schon einen Ticken besser hier. Obwohl es natürlich auch wieder ein Raumsparender ist. Du hast einen Puter unter dem Haus. Eingesperrt? Ja, der guckt da durch den Fußboden.
Ehrlich? Von hier kann man den auch sehen. Oh, tatsächlich. Da fehlt ja auch was. Da fehlt ja auch was. Unglaublich. Ja, ich bin da gerade nicht mehr dabei. Hab ich natürlich gerade zu Hause in meiner Pyramide in die Kiste geschmissen. Ah, mit Lochtüre. In die Raumsparküche. Das heißt, ja. Ich wollte sowieso irgendwie mal graben, in die Tiefe graben. Ach, ich mauere den einfach rein. Oh. Kann man ja machen. Kann man machen. So, meine Wards sind, oder meine Wands, meine Wände sind voll. Und dann würde ich sagen, portieren wir uns einfach mal wieder zurück. Oh, sogar mit Pferden. Aber das werde ich mir jetzt nicht zähmen, dafür sind wir einfach zu weit im Norden. Ich würde das hier vielleicht sogar noch mit Sand zuschütten hier. Ja, ich hatte da sogar schon dran rumgebastelt, weil das irgendwie nachgerutscht war und aber ja, beschissen. Boah, muss ja jeder selber wissen. Ich würde es machen. Ölhaltigen Sand. Irgendwo im Norden sind wir hier. Tierisch im Norden. Da ist noch eine Aura. Da ist ja ein Lämpchen. Beziehungsweise eine Fackel. Da hinten ein riesen Vulkan. Und laut ist es. Na ja, gut, würde ich mal sagen. Tempel. Zurück zum Tempel. Hab ich da noch glatt noch verschrieben. Geh weg! Das hat er nicht überlebt. Hier steht die Tür schon wieder auf. So, mein kleiner Freund. Jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir uns denn nicht diese Dinger hier bauen können. Aber erstmal werde ich noch ein paar Kartoffeln zu mir nehmen. Lecker gebackene. Und dann gucken wir mal. So, die Jars kamen da rein. Die kamen da rein. Die hier oben. Und wenn ich das richtig habe, brauchen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 8 mal Gold, um die Dinger zu bauen. Wir brauchen noch mehr Gold. 7, 71. Ja, so weit in der Richtung, wa? Hoffentlich reicht jetzt das Gold. Es reicht. So, dann brauchen wir Wasser. Kristall. Und Aura. 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 Gucken wir erstmal bei den Kristallen. Der hat das schon mal.
Dann brauchen wir pro Stück jeweils 8. Und Wasser. Wie wäre das denn mit dem Wasser? Nein, Purus. Jetzt muss ich hier erstmal wieder in meiner schlauen Liste wühlen. Normalerweise müsste das aber in dem hier drin sein. Wasser. Wasserkristall. Und Wusch. Machen wir es mal so. Ja, guck nicht so. Hier, 6, 8. Nein, hier, 8. Müsste jetzt eigentlich reichen. Arcane Alembic. Und das reicht auch. Dann setzen wir den mal ab. What? Wieso? Aha, geht doch. Dann machen wir uns jetzt noch ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Noch. Ah, man muss ihn auf den... Ach, ich hätte noch Knowledge Fragment von dir gehabt. Für dich gehabt. Wie viel hält er denn jetzt noch? Boah, bei Gelegenheit. Die sind schon voll hier. Der hält schon 16 an Kristall. Geht hier los. So, jetzt sollte es reichen. Aber das Problem ist, Zauberstab hat nicht mehr genug Energie. Gnarf. Wir könnten aber vielleicht so kleine Fläschchen bauen. Da gucken wir doch mal eben in unser Dominomicon. Die standen nämlich, meine ich, schon hier drin. Glas 4. Mit Lehm. Mit Lehm und Glas. Also erstmal nach Hause. Da haben wir nämlich hier den Lehm. Und
Glas haben wir auch noch. Eins, zwei, drei. Schön. Hier nennen wir ich. Und dann müssten wir uns eigentlich nochmal zu Kotzpupe porten, damit wir unsere Zauberstäbchen aufladen. Was passiert eigentlich, wenn man mit der Quarry ins Spawner abbaggert und da sind ja auch Kisten drin? Kriegt man dann auch die Kisten und den Inhalt der Kisten? Ja. Oh. Okay. Das ist ja nicht schlecht. Nee, das stimmt. Da ist ein Bär am Baden. Bin mal gespannt, ob ich meinen zweiten Golem-Arbeiter einfach mal so mit den Fläschchen versorgen kann. Oder ob ich dafür erstmal die Advanced ja, erforschen muss. So, der ist wieder voll. Könnten wir ja eigentlich zurück. Stehe hier auf seinem Tisch rum. Wundervoller Blick aus dem Fenster. What? Ach, da bist du ja wieder. Ja, ich muss meinen Zauberstab aufladen. Ah. Du das mal, Digga. Von hier sehen die richtig geil aus. Diese Auras. Zurück zum Tempel. Müssen wir uns etwas beeilen. Dann ist leider schon Mittagspause. Dann ist leider schon Mittagspause. Ich hab das Knowledge-Fragment hier in den Schrank gelegt. Okay. Klubsch. Wir brauchten keine Nachlegen, hat man jetzt gesehen. Und jetzt versuchen wir mal unser Glück hier. Das nehme ich alles schön abgebaggert, mehr oder weniger. Dann kann man nämlich hingehen. Essenzen da reinschmeißen. Und über kurz oder lang brauchen wir dann im Grunde keine Inkredenzien mehr da reinschmeißen, weil dann schnorchelt der sich das dann alles aus diesen Keksgläsern ab. Von denen wir eigentlich nochmal ein paar bauen könnten jetzt. Das ist doch gar keine so schlechte Idee. Nein, Fichte brauchen wir dafür nicht. Cane Wood. Arcane Wood Block. Oh, da ist aber einer müde. Guck mal, ob das so funktioniert. Zauberstab da rein. Zwei. Jetzt nicht die Welt. Nehmen wir uns mal den anderen.
4. So, eine Scheibe ist noch immer. Und 4 Holz. Blöcke jedenfalls. Und dann. Das ist doch schon sehr schön. Und unser kleiner Helfer hier, der braucht dann nur noch immer einmal Wasser nachkippen. Ja, da haben wir uns schon ein ordentliches Tomcraft-Laboratorium zurechtgebaut. Die Shards kann ich hier erstmal abladen. Und die Gläschen auch. Das ist natürlich die Frage. Was für ein Golem man braucht, der dann die Dinger hier auffüllt. Ob das auch so ein Advanced sein muss? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kann man hier wohl noch irgendwas erforschen. Was haben wir denn hier? Arcane Pressure Plate. Okay. Arcane Pressure Plate. Was haben wir denn jetzt? Das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir den Zappel noch. Den Zappel, Bücher und Rüstung. Rüstung war Leder. Leder? Also es gibt doch immer noch wieder was zu erforschen. 66. Die kann man dann auf jeden Fall so definieren, dass die dann nur aufgeht, wenn man selber darauf tritt. Bücher oder Papier? 8 Bücher haben wir noch. Und jetzt brauchen wir noch den Zappel. Den Zappel. Den Zappel. Den Zappel. Ping! Fertig. Arcane Pressure Plate. Warded stone, glass and doors have been a great success and you think you should see what else can be taught to recognize you. What about a versatile pressure plate that just responds to you or anyone except you? Nö, ich würde sagen, wenn, dann sollte sie auf mich reagieren. Schön, Arcane Pressure Plate. Die Tür hatten wir ja schon. Ne, diese Warded Stone and Doors. Den Arcane Levitator hatten wir den denn schon? Ja, Levitator hatten wir auch schon. Das Arcane Ear aber noch nicht. Also ein Ohr. Sonus. Das war mit Blöcken, die Musik machen. Da haben wir auch noch 4 von. Ich fürchte, jetzt muss ich mir erst noch mal ein paar reproduzieren hier. Ich höre dich, Creeper. Zwar 64 jetzt davon, was total überzogen ist, aber im Grunde kommen wir da mal so ein bisschen mit der Forschung hier weiter. Ping. So, wie viel haben wir? 52. Arcane Ear. Dann brauchen wir wieder den Zappel. Und den Wusch.
da haben wir jetzt den Zappel. Und hier ist der Wusch drin. Hier ist der Wusch drin. Auge? Quecksilber. Super. Müssen wir uns wieder mal ein bisschen Quecksilber hier aus dem Ofen holen. Der Ofen ist aus. Also würde ich sagen, legen wir hier direkt nochmal einen ganzen Stack nach. Forschen. Und fertig ist das Arkanenohr. So. Sound is another aspect of the natural world that could use some study. Maybe it can be harnessed with magic to create a magical sensor of some kind. Shh, do you hear something? Das Arkanenohr. Hatten wir denn schon die Crystal Clusters? Ja, die Crystal Clusters hatten wir schon. Nur was das da unten ist. Crystal Capacitor hatten wir schon. Arcane Bohr. Also eine Art Bohrmaschine. Da brauchen wir im Grunde so ziemlich alles für, was so das und das. Was denn nur? Unbekannte Theorie. Nee, Holz brauchen wir nicht. Nein. Das muss ich nicht verstehen, wa? Suchen wir nochmal. Ist nämlich auch Metall drin. Tja, das ist natürlich blöd jetzt. Es ist keine Arcane Bohr. Und hier steht auch nur Gibberish. Versuchen wir es mal. Ah ja, da haben wir was Richtiges. Klappe. Advanced Golemassy. Keinen Wert. Eier sind wertlos. Geist. Geist und ein Apfel. Oh ja, dann bleibt ja nur noch über dies hier. Aber sonst nichts weiter zu essen hier mit. Übergenommen, ne? Ne, Pilz ist Pilz. Leder auf jeden Fall. Ja, Essen und Geist. Der denn nochmal drin? Achso, im Seelensand. Im Seelensand. Seelensand.
es. Kaktus. Eine Kaktus. Haben wir auch noch welche? Ja, jetzt fehlt uns nur noch die Nahrung, der Apfel. Hilft alles nicht. Muss ich mal eben nach Hause in die Pyramide und mal gucken. Schlechter Tausch eigentlich. Nur 3 Melonen. Karamell? Ne, Biskuit. Biskuit brauchen wir erstmal nicht. Schmeißen wir erstmal die Biskuits da rein. Sind eh nicht so lecker. Oh nee, ne. Kann doch nicht sein. Wie sieht das denn hier mit dem rohen Fisch aus? Ah ja. Nehmen wir den doch. Den esse ich nämlich eh nicht, also von daher können wir den ruhig hier mal verballern. Ach, der hätte auch Aqua gehabt. Advanced Golemacy. Sehr schön. Gucken wir mal. You now consider yourself well versed in the art of Golemacy. It is time to expand their capabilities beyond that of simple workers. There is potential to turn them into warriors as well. Ja, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch diese Boa hier. So, you have managed to refine the basic golem body into something sturdier and more agile. The result is a construction that should be quick and strong enough to enter combat. These golems also repair their damage twice as fast as worker golems. Eisenbarren. Your first practical application of this knowledge is the creation of an iron golem guardian. This golem, when placed, will guard an area from intrusion and attack any monsters that dare enter it. Smart versions of this golem can be assigned a wider variety of targets, including creepers, whose blasts they will attempt to avoid. Unfortunately, these golems are limited to melee combat only. Also die können sich nur kloppen. Aber lustig finde ich das schon irgendwie. Und 50 Fis brauchen die dann, um erschaffen zu werden. Ja, und jetzt gucken wir nochmal nach dieser Boa. Boa. Arcane Boar. Hier unten, das Ding. Nämlich noch so im Entwicklungsstamm das letzte, was uns jetzt noch fehlt. Da brauchen wir nichts von. Ne, da brauchen wir auch nichts von.
werden wir brauchen, beide. What? Wieso macht der da nichts? Hauen wir da erstmal die Erde rein, weil das brauchen wir auch. Und Erde ist auch nicht so teuer. Metallum. Ah, es geht doch. Ach, das wird der magische Handspiegel. Den hatten wir ja auch noch nicht erforscht. Da muss ich jetzt hier erstmal wieder ein bisschen nach oben scrollen. Das ist nämlich schon ein bisschen her. Ich sag mal, entwicklungsmäßig sind wir da schon mindestens 2 Schritte weiter, wenn nicht sogar 3 Schritte. Gut. Also, Wusch und Auge haben wir schon. Dann brauchen wir Samen. Permutatio. Da explodiert hier quasi die Mitte. Dann, Fokus. Der ist doch hier noch drin. What? Versuchen wir erstmal unser Glück hier mit Feuerstein. Der gehört da nämlich auch noch rein. Nämlich hier Instrumentum. Instrumentum. Und dann hatten wir noch hier diese Spiralgalaxie. Das können wir. Aliens. Das können wir dann mit Enderperlen machen. Jetzt fehlt nur noch Vakus. Leere Eimer. Na komm. Magical Hand Mirror. Magical mirrors have proven to be a great success. If only there was some way to make them a bit more portable. Ping! Magischer Handspiegel. So, versuchen wir jetzt mal unser Glück mit dieser Bohr. Ganz nach unten scrollen. Arcane Boar. So, jetzt aber. Jetzt aber mal Erde hier. Oder, was nehmen wir denn mal? Stein, Erde. Das ist alles nicht zu glauben hier. Waren mindestens 2 Eigenschaften von mit drin. Und wie wir sehen, passiert da erstmal jetzt so original gar nichts. Versuchen wir es mal hier mit diesen Metallen. Ah ja. Das sieht schon besser aus. Jetzt müssen wir uns nur noch ein bisschen Quecksilber besorgen. Ganzer Stack, wie schön. Mal direkt mal einen hinterher schmeißen hier. Oh. Dr. So has returned. Na komm schon. Bin fertig.
Pickaxe of the Core. Ich habe ja mit vielem gerechnet, aber nicht, dass ich diese Pickhacke noch nicht erforscht hatte. Ja, so nach und nach haben wir ja so ziemlich die ganze Forschung dann auch durch. Und ich bin dann froh, wenn ich dann endlich loslegen kann mit den Golems. Da muss ich mir vielleicht nochmal das eine oder andere durchlesen. Feuer. Feuer und Hacke. Hacke war hier. Das dauert. Und ja, Feuer. Feuer. Außer dem Feuerchart wüsste ich jetzt so instant nix. Man kann auch einfach einen Brick nehmen. Brick. Ziegel. Na los! Komm schon! Müssen wir uns erst nochmal wieder einen Stack reproduzieren hier, bevor wir damit fertig werden. So, weiter geht's. Pickaxe of the Core. It is time to test exactly how much magic tomium can absorb. You have discovered a way of infusing a tomium pickaxe with the element of fire. Da. By infusing a tomium pickaxe with the element of fire contained in a wand of fire, you have created a pickaxe that glows with the heat of a forge. When you mine ore blocks, there is a chance that you will mine a cluster of native ore instead. Native ore is much easier to process and produces double the normal amount of metal when smelted. The pickaxe can also be used to sound out any surface you right click against to find out what the highest value aspect is that can be found within a limited area in that direction. If shift is held while using this tool, all the special properties are suspended and it functions like a normal pickaxe. Mhm. Okay. Ist jetzt aber auch nicht wirklich das, was ich hier eigentlich erwartet habe, nämlich dieser Apparillo. Aber ich denke, da werden wir dann morgen zukommen, wenn wir hier noch die letzten Ergebnisse erforschen. Und dann werde ich mich mal auch darum kümmern, dass hier endlich mal ein Golem hingeht und die ganzen Substanzen hier dann immer abschnorchelt und da reinschmeißt. Und vielleicht werde ich mir auch mal einen kleinen Sicherheitsgolem bauen, der mich beschützt. Aber wie gesagt, dazu kommen wir dann morgen. Und bis dahin hoffe ich, hattet ihr zumindest ein ganz klein wenig Spaß. Und schaltet auch vielleicht morgen wieder ein, wenn es heißt Haukenland Calling. Bis dahin empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal unter youtube.com/rotzkocher. Da findet ihr die vorangegangenen Streams aus dem Haukenland und Let's Plays von The Walking Dead und Fallout New Vegas. Wenn ihr das hier auf YouTube schauen solltet, dann schaut doch vielleicht mal abends ab 20 Uhr auf twitch.tv/rotzkocher vorbei, weil da die täglichen Livestreams aus dem Haukenland stattfinden. Außer samstags, da wird momentan The Walking Dead gestreamt von mir.
Die erste Staffel habe ich jetzt komplett als Arschloch durchgezockt. Nächste Woche, also sprich jetzt nächsten Samstag, gibt's dann die Folge 400 Days, die ich mir noch kaufen werde jetzt in dieser Woche. Kostet irgendwie 5 oder so. Und wenn ihr alles von mir mitbekommen wollt, abonniert mich bei Twitter. Unter @rotzkocher erfahrt ihr immer, wenn ein Video live geht, ein Stream beginnt oder ich irgendeinen Quatsch tweete oder retweete. Und jetzt wünsche ich euch noch einen guten, eine gute, eine irgendwas. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn dir mein Let's Play gefallen hat, dann schreib mir doch einen Kommentar, lass einen Daumen da und abonniere meinen Kanal, indem du einfach auf meinen Avatar klickst. Oben links gelangst du zur Playlist von meinem Minecraft Haukenland Server. Auf der rechten Seite erlebst du ein Flashback, was letztes Jahr im Haukenland passiert ist. Und unten findest du die Playlist von Fallout New Vegas.